Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, meine Lieben. Bei mir ist es zumindest noch morgen, deswegen trinke ich auch hier gerade meinen ersten Kaffee. Aber was heißt mein erstes? Bleibt auch mein erster, weil ich immer nur einen trinke morgens. Und ich möchte heute mit euch Lebkuchen machen. Und zwar ist es so, dass ja in den Geschäften mittlerweile ganz viel Weihnachtssortiment schon wieder ist. Und ja, bei den Geschäften, die es bei mir in der Umgebung gibt, gibt es eben keine veganen Lebkuchen. Ich glaube, die gibt es auch nur von Manne und spezielle vegane Lebkuchen und die sind mir dann einfach viel zu teuer, muss ich sagen. Und die von Manne bekommt man hier in der Gegend halt nicht. Und deswegen dachte ich mir, hey Fabienne, wieso machst du eigentlich nicht selbst Lebkuchen? Ist ja eigentlich das Naheliegendste und deswegen mache ich die heute auch. Und das Schöne ist, wenn man selbst Lebkuchen macht, dass man ja auch variieren kann, wie die aussehen, was da reinkommt. Und bei mir kommen jetzt hier auf jeden Fall Trockenfrüchte rein. Könnt ihr natürlich weglassen, man könnte aber auch zum Beispiel Orangeat oder Zitronat hineingeben. Also da sind wir der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. So, ich nehme jetzt erstmal hier eine kleine Handvoll Cranberries und die werde ich ein bisschen zerhacken. Dann nehme ich hier so eine kleine Handvoll Goji-Beeren und werde die ebenfalls klein hacken. Und dann kommen bei mir da auch noch ein paar getrocknete Aprikosen rein, aber natürlich auch klein geschnitten. Da gebe ich jetzt warmes Wasser dazu und lasse meine Trockenfrüchte jetzt ein paar Stunden einweichen, dass sie sich schön vollsaugen, schön weich werden und saftig. Ja, da alles ein bisschen anders gekommen ist als geplant, hatten meine Trockenfrüchte jetzt 1,5 Tage Zeit zum Einweichen statt einfach nur 1-2 Stunden. Und deswegen haben sie sich auch richtig schön vollgesogen. Mal das Licht anmachen. Und die werde ich jetzt erstmal gerade abgießen und dann noch ein bisschen ausdrücken, damit die einfach schon wieder nicht zu saftig und flüssig sind. So, meine Früchte habe ich jetzt so ein bisschen ausgedrückt. Die sind natürlich noch sehr feucht und saftig, aber das sollen sie auch prinzipiell sein. Habe dann hier 500 Gramm Vollkornmehl. Also das wird eine große Portion Lebkuchen. Ich dachte mir, wenn ich schon Lebkuchen mache, dann richtig. Und da kommen jetzt 250 Gramm Rohrzucker dazu. Und da habe ich im Moment meistens von Gepa dieses faire Pfund. Den finde ich eigentlich ziemlich lecker. Dann kommen da so 4-5 Esslöffel Kakaopulver hinzu und ich werde jetzt hier dieses Kakaopulver nehmen. Das ist eigentlich für eine Trinkschokolade, aber ich glaube, es eignet sich auch sehr gut für Lebkuchen und von der Menge kommt es auch ganz gut hin. Und das hat jetzt auch noch Marzipangeschmack. Ich weiß leider nicht, wo es das zu kaufen gibt, weil das mir zugeschickt wurde, aber oh, es riecht göttlich nach Marzipan. Dann noch 2 Esslöffel Lebkuchengewürz, ein Päckchen Backpulver. Ich verrühre die trockenen Zutaten mal schon mal ein bisschen miteinander. Und es riecht schon göttlich nach Lebkuchen und Marzipan. Da kommt nun ein Esslöffel Amaretto noch dazu. Den hätte ich natürlich auch direkt zu meinem Trockenobst schon geben können. Außerdem eben mein Obst und pflanzliche Sahne, da nehme ich jetzt Reissahne, ihr könnt Hafersahne nehmen, Sojasahne, was auch immer ihr am liebsten benutzt. Und da kommen so 150 bis 200 Milliliter rein ungefähr. Ich mache jetzt mal nicht das ganze Päckchen, weil ich ja schon diese Trockenfrüchte mit drin habe. Und dann fangen wir mal einfach an, daraus einen Teig zu kneten. Und als nächstes wird der Teig dann ausgerollt. Der ist schon ziemlich klebrig, also die Arbeitsfläche gut bestäuben. Und den Teig auch. Und den rollen wir dann so auf 1 cm Dicke ungefähr aus.
Ich merke hier schon wieder meinen Platzmangel. Und dann suche ich mir ein paar Formen aus, mit denen ich meinen Lebkuchen ausstiche. Hier ist natürlich dann so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man wie ich Trockenobst reinmacht, dass es dann auch mal ein bisschen ausfransen kann. Aber es geht ja nachher auch primär um den Geschmack. Hier sieht man zum Beispiel auch, hier ist ein Aprikosenstück. Ja, und die jetzt einfach, das was man ausschneidet, man kann natürlich auch einfach Kreise nehmen, man kann es auch in Rechtecke schneiden, in Rauten, wie auch immer man sich die halt vorstellt. Die Formen kommen dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und werden erstmal so für 10 Minuten bei 175 Grad gebacken. Wenn die Lebkuchen fertig gebacken sind und abgekühlt sind, dann könnt ihr sie natürlich einfach so lassen, ganz Natur. Aber ihr könnt auch einen Guss drüber machen, zum Beispiel einen Zuckerguss mit Wasser oder mit Zitronensaft. Den kann man auch schon drüber geben, wenn sie noch heiß sind. Vielleicht auch mit irgendwelchen Aromastoffen drin. Oder ihr macht das so wie ich. Ich habe jetzt hier so von früher noch so ein Schokoschmelzgerät. Man kann aber auch einfach ein Wasserbad nehmen. Und zwar füllt ihr da ein bisschen Wasser in den Topf, hängt eine Schüssel oben drüber, sodass die Schokolade dann von der Hitze des Wasserdampfs schmilzt. Und werde mir jetzt Schokolade schmelzen und die Lebkuchen mit Schokolade überziehen. Das mag ich nämlich am liebsten. Und ich habe jetzt hier einfach so eine kleine Auswahl. Das ist einmal Gepa Orangenschokolade, das ist die gleiche noch. Dann habe ich so eine normale Gepa Zartbitter und habe hier noch so ein bisschen was von so einer Vollmilch. Also vegane Vollmilch. Ja, und die werde ich jetzt einfach ein bisschen zusammenschmeißen. Hier passt ja auch nicht allzu viel rein. Und werde dann meine Lebkuchen damit überziehen. Ja, wenn die Schokolade geschmolzen ist, dann kann man seine Lebkuchen mit Schokolade ummanteln. Ich mache das jetzt mit einem Backpinsel. Das funktioniert für mich irgendwie am besten. Ich glaube aber, dass Kuvertüre auch deutlich geeigneter wäre als Schokolade. Weil Kuvertüre, glaube ich, dünner ist oder sowas. Ja. Ich habe jetzt halt Schokolade genommen, die ich noch da hatte und die weg sollte. Aber das nächste Mal würde ich dann, glaube ich, auch mal Kuvertüre testen. Solange die Schokolade feucht ist, kann man das Ganze auch noch ein bisschen dekorieren. Man könnte zum Beispiel ganz klassisch so eine Mandel draufsetzen. Man könnte auch irgendwie eine Goji-Beere oder Cranberry noch draufsetzen. Oder so zum Beispiel ein bisschen gepufften Amaranth. Den streue ich jetzt mal auf die Sterne. Ich finde, da sieht das sehr passend aus. Oder zum Beispiel auch Haselnusskrokant oder anderen Krokant. Den habe ich ja noch von meinen Mumienwürstchen. Ja, und dann brauchen wir noch ein bisschen Geduld, bis die wirklich trocken sind. Und dann könnt ihr sie essen und genießen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt mir ja immer erzählen, wie eure Lebkuchen geworden sind und wie ihr sie vielleicht irgendwie noch dekoriert habt, ob ihr auch Schokolade genommen habt, vielleicht einen anderen Guss. Ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann jetzt 4 Bananen dazu. Das sollten mit Schale gewogen so ungefähr 500 Gramm sein. Wenn die bei euch noch ein bisschen fester sind, dann solltet ihr die vorher mit einer Gabel zerknetschen. Ich werde es aber jetzt mit dem Handrührgerät machen, weil die sehr weich sind bei mir schon.